Hallo ihr Lieben. So, also falls ihr euch wundert, warum ich hier gerade Klopapier und Küchenrolle horte, zugegeben, als ich es gekauft habe, die Kassiererin hat sich vermutlich auch ziemlich gewundert. Lilly wundert sich nicht, aber die wundert sich ja eh über nichts mehr. Wir versuchen jetzt etwas, was ich schon ganz, ganz oft bei Social Media gesehen habe. Und zwar schauen wir, ob die Katzis über Klo- und Küchenrollen springen und wie hoch sie das machen. Ich bin sehr gespannt. Deswegen haben wir übrigens auch die Pute gekocht, damit wir sie motivieren, sich überhaupt von A nach B zu bewegen. Lilly fragt sich schon, was ich hier für einen Scheiß mache. Erstes Resümee ist, hier, der Durchgang ist breiter, als ich dachte. Es sind nämlich schon zwei Packungen Küchenrolle weg. Lilly! Oh, Lilly will jetzt rausgehen. Lilly, bleib mal hier. Wir haben was für dich. Wir haben Pute für dich. Mausi, wir haben Pute für dich, ja? Wir haben Pute. Okay, Schatzi, die Lilly, oh, das klappt super. Wundervoll. Das klappt schon mal richtig gut. Also Lilly hat eine ganz eigene Technik, da durchzukommen, wie ihr seht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Schatzi, eine Küchenrolle ist schon weg. Ein Schwund habe ich schon zu vermelden. Aber ey, die Katze hat Spaß. Okay. Schatzi, nimmst du sie ihr weg? Was? Nimmst du sie ihr weg? Nee. Ich bin nicht der Böse. Ich find's witzig. Ich auch. Ich gebe ihr eine andere. Okay, wir versuchen's nochmal. Lilly, würdest du bitte mal kommen? Komm mal her, komm mal schnell. Komm, komm. Schatz, wir brauchen die Pute. Komm, spring. Na komm, spring. Los. Ja, super. Jetzt brauchen wir noch den Aramis. Aramis. Kannst du bitte mal mitkommen? Komm mal mit. Komm mal mit uns mit. Ja doch, komm. Komm. Wir machen mal ein bisschen Sport. Komm, Aramis. Komm mit. Oh, kommst du mit? Kommt mal mit, ihr zwei. Aramis, Lilly? Na kommt, kommt mit. Na los. Aramis? Ja, los, kommt mit. Kommt. Fein. Okay, einmal bitte auf Position, Katzis. Na, spring. Na, los, spring. Geh mal zum Papa, der hat Zühnchen. Ja? Lilly auch? Komm, spring, Lilly. Schatzi, kannst du die Lilly auch mal locken? Oh, wow. Okay, Lilly ist aber ja schon gesprungen. Das heißt, Aramis, komm. Komm. Aramis, komm. Na, komm. Fein. Super. So, jetzt kommt die nächste Reihe. Aramis, Lilly, komm, schnell. Jawohl. Aramis, komm. Geh zum Papa, der hat das, die Pute. Gib ihn ruhig, Schatz. Fein. So, Runde 2. Geschafft. Wir sind bereit für Runde 3. Aramis, Lilly, kommt. Schnell, kommt! Los, kommt! Ja, super! Lilly? Lilly? Wo ist die Lilly? Lilly? Schatzi? Die liegt da hinten dran. Gibst du mir mal ein Stück Pute? Lilly, möchtest du ein Stück Pute? Na komm! Lilly? Schau mal! Pute? Das Problem ist, die Katze ist satt. Schau mal! Pute? Okay, Lilly setzt, glaube ich, diese Runde aus. Was? Sie hat keine Lust. Aramis? Willst du dafür nochmal springen? Aramis, komm mal her. Aramis, guck mal, komm her. Aramis, hui. Das hat sich Lilly geholt. Aber sowas von schnell. Oh, Bärchen. Schatz, kannst du ihm auch eins rüberwerfen? Fein. Super, der Papa bringt hier eins. Toll. Oh Gott, haben wir überhaupt noch genug? Ja. Die sind sehr groß, die Stücke. Weißt du was, die Katzen sind wahrscheinlich schon so satt von der Pute. Die Lilly, die springt gar nicht mehr. Die sitzt jetzt da hinten und wartet, dass nochmal von alleine in der Pute reingeflogen kommt.
So, was macht die Mama da? Ha? Was macht die Mama da? So, beide Katzen mit am Start. So. Sekunde. So. Katzis. Oh, Finger vor der Kamera, super. Lilly. Aramis. Lilly. Fein. Oh, du bist toll. Lilly. 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 Schatzi, kannst du sie mal locken? Die sind direkt hinten dran. Lilly? Die hat gerade irgendein Tierchen gefunden. Lilly, komm. Komm, Schatz. Lilly. Schatzi, komm. Ich weiß, wie hoch du springen kannst. Komm, Lilly. Lilly, komm zu mir. Wirf mal, wirf ihm mal was rüber, dann ist er wieder drüben. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe ihm auch eins geworfen, aber er hat es nicht gesehen und jetzt findet er es nicht. Hat sie jetzt beide geschnappt? Nein. Ja, die Lilly, die macht es clever. Die bleibt einfach so lange mal sitzen, bis die Sachen angeflogen kommen. Aramis, Aramis, da, du! Schatzi, da auf dem Boden, tiefer, da unten, neben dem... Okay, Mami macht auch ein bisschen Sport und springt drüber. Oh, ich hab mich denn eine Dummerle, hm? Dummerle. Kommt her, kommt, Aramis, kommt. Lilly, Lilly, Lilly. Ja, komm, Lilly, schnell. Wo ist meine Lilly? Lilly, komm. Lilly. Ja, komm. Ja, fein. Oh, super. Lilly macht eher die bequemere Variante. Oh, Baby, fein. Seht ihr, was ich mich frage? Wie lange schaffen wir es noch, über diese Klorollen drüber zu steigen? Schatzi, kommst du da noch drüber? Ja. Hallo, Lilly. Lilly, magst du mal versuchen zu springen? Ich meine, ich sehe ja, wie die immer irgendwelche Mauern hochspringen. Also das hier ist eigentlich nichts. Ich glaube, die Lilly hat einfach nur gerade keine so große Lust. Aramis! Komm, wer heißt? Schmeiß mal. Mega! Und die Lilly hat's erwischt. Aramis, schnell! Lilly, Aramis? Warte, sie fressen noch. Lilly, komm! Sie ist so faul gerade. Lilly! Lilly, komm! Lilly! Lilly, wo ist die Lilly? Lilly? Kommt, ihr zwei! Schnell, kommt! Lilly! Aramis! Kommt! Klapper mal, Schatz! Nein, mit der Dose! Schnell, ihr zwei, kommt! Na, kommt! Aramis! Lilly! Wow! Wow! Super! Ups, Lilly? Hast du keine Lust? Hast du keine Lust? Nein? Gar nicht? Lilly? Lilly hat keine Lust, aber der Aramis findet es gut. Oh, Entschuldigung, Schatz, jetzt bin ich in dich reingelaufen. Katzis? Also ich sag mal so, die Höhe ist nicht das Problem, die Motivation der Katzen ist es. Die haben einfach keinen Bock. Und offenbar sind sie so satt, dass niemals Pute sie motiviert. Schatz, wir füttern die Katzen zu gut. Wow, ja, du bist ja clever. Du bist ja clever. So kann man es natürlich auch machen. Aramis. Wo ist der Aramis? Ja, Aramis ist über die Höhe schon reingesprungen, also kann er wieder rausspringen. Ja. Aramis, magst du auch kommen?
Mal gucken, ob ich ihn sehe, oder aufzustehen. Nein. Hey! Was ist los? Kommst du? Schatzi, du hättest seinen Blick gerade sehen sollen. Okay. Katzis. Hat die Mama zu viel Klorollen gekauft? Hör mal auf. Oh, Aram ist langweilig. Okay. Dann esse ich jetzt die Pute, Aramis. Kein Problem. Mama isst die Pute alleine. Boah, fein. Lilly? Bist du Pute? Na. Lilly? Also die Lilly kann definitiv doppelt so hoch springen. Sie hat einfach keine Lust. Ja, und sie wählt vermutlich den Weg. Na? Des geringsten Widerstandes. Sprich, sie sucht jetzt gleich die Schwachstelle und macht's kaputt. Es versucht gerade hier bei mir an. Oh. Oh Gott, süß. Den Aramis kriegt man mit Essen immer. So süß. Sie kommen gleich beide. Sie spekulieren. Okay, Aramis zerstört, glaube ich, das Ganze jetzt. Ich glaube, die finden es einfach witzig. Ja, so kann man das Ganze natürlich auch lösen. Also, ihr seht, die Katzis haben keinen Bock mehr. Also, ich bin mir relativ sicher, von der Höhe her hätten sie noch locker 3 bis 4 so Lagen geschafft. Wahrscheinlich sogar mehr, Schatz, oder? Ja. Also, der Aramis springt ja beispielsweise auf diesen... Oh, du, für mich ist es gar nicht so leicht, erst drüber zu kommen. Hast du fein gemacht. Hm, großer. Der springt ja auf diesen ganz hohen Mauervorsprung. Und die Kleine ja auch. Gell? Aber ich glaube, die hatten einfach keinen Bock. Und wenn sie keinen Bock haben, zwingen wir sie auch nicht.